Ja, vielen Dank. Es freut mich ganz besonders, hier zu sein. Es ist etwas, was einem nicht oft im Leben widerfährt, dass man auf der Frankfurter Buchmesse ein eigenes Buch vorstellen darf. Es freut mich ganz besonders. Ja, Herr Koch hat es angemerkt, ich bin eigentlich seit vielen Jahren im Personalmanagement unterwegs, viele Jahre bei der SAP, jetzt als Professor. Und das Thema, wie können Unternehmen moderne Ansätze des Human Resource Management oder des Personalmanagement nutzen, um akute Probleme zu lösen, das beschäftigt mich schon sehr stark. Und ich nehme für mich so ein bisschen in Anspruch, dass ich nicht nur an der Hochschule bin und dort Studenten schlau mache im Kontext Personalmanagement, sondern ich komme viel rum. Ich glaube, ich sehe ziemlich viel, was Unternehmen machen, kleine Unternehmen, große Unternehmen. Ich glaube, zu sehen, zu erkennen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und was ich jetzt in diesem Buch versucht habe, ist, die Beobachtungen der letzten Jahre im Grunde mal darzustellen, auf den Punkt zu bringen, zu strukturieren. Das ist meine Form der Wissenschaft, Dinge zu beobachten, sie zu strukturieren, um sie dann wiederzugeben an Studenten, an Unternehmen, an Zielleser. Ja? Das Buch beschäftigt sich mit einer extrem akuten Problematik. Ja? Das Thema Fachkräftemangel, das hören Sie ja auch in den Medien, das ist Ihnen bekannt. Wir hören von Zahlen, uns fehlen jedes Jahr 10.000 Ingenieure und dadurch entsteht ein Schaden von so und so vielen Milliarden Euro jedes Jahr. Das sind alles Zahlen. Ich schaue Personalleitern ins Gesicht und die sagen mir, Herr Trost, ich finde für bestimmte, zum Teil sehr wichtige Positionen keine Leute. Ich finde die nicht. Ich kann Ausschreibungen schalten, ich kann meinen Personalberater beauftragen. Ich kriege keine guten Leute. Ja. Und da sehe ich die Verzweiflung im Gesicht. Und dieses Problem ist wirklich akut und wir sind noch lange nicht an der Stelle angekommen, wo das Problem wirklich schmerzt. Das schmerzt schon, aber das wird noch schlimmer. Das wissen wir, das wird ein richtiges Problem werden. Entschuldigung. Und jetzt können wir das Problem auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Wir tun das natürlich auf der politischen Ebene. Und wir sagen, ja, wir müssen mehr in Weiterbildung investieren, wir müssen schauen, dass wir mehr Talente aus anderen Ländern nach Deutschland bringen, dass wir hier etliches tun, dass wir Potenziale nutzen, die wir bisher nicht genutzt haben. Denken wir an Frauen, dass wir eine Arbeitswelt gestalten, die vielleicht auch für Frauen, für moderne Lebensformen funktionieren. Das sind alles Antworten auf politischer Ebene. Aber die helfen einem Unternehmer nicht. Die helfen auch nicht dem Personalleiter in einem mittelständischen Unternehmen im Schwarzwald. Der sagt, ich habe den Bedarf jetzt und ich muss etwas tun. Und dieses Buch, hier habe ich es, ja, dieses Buch liefert im Grunde eine Antwort darauf, was ein Unternehmen jetzt hier machen kann. Das Buch ist sehr, sehr praktisch. Ich bin der Überzeugung, dass ein Personalleiter, der zum Beispiel dieses Buch nimmt, ja, und liest im Urlaub, der kann in dem Moment, wo er zurückkommt, mit der Umsetzung beginnen. Ja? Und das, was er dann tut, auf der Grundlage vielleicht dieses Buches, der Ideen in diesem Buch, auf der Grundlage dieser Ideen wird er erfolgreich sein. Zumindest erfolgreicher als in der Vergangenheit. Warum sage ich das so selbstbewusst? Ich will hier nicht arrogant wirken, aber diese Ideen in dem Buch, die stammen aus der Praxis. Ja, die haben bereits bewiesen, es wurde bereits bewiesen, dass die Ideen funktionieren. Und es sind keine Ideen, die jetzt, sagen wir mal, nur im Kopf eines Professors entstanden sind, die bestenfalls auf der Ebene von PowerPoint-Folien funktionieren. Okay? Also, wie strukturiert sich dieses Buch? Im Grund stelle ich in dem Buch zunächst mal dar, was ist die Ausgangssituation? Ist ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, wie verändert sich die Arbeitswelt? Wie der Arbeitsmarkt? Wie hat sich die Suche nach einem Job gerade bei Menschen jüngerer Generation verändert? Die lesen oft nicht mehr den Karriereteil, sondern die suchen übers Internet, über Social Media, haben eine andere, ganz andere Art und Weise, auf Unternehmen zuzugehen mit den neuen Medien. Ja, das wandelt sich. So, das behandelt das erste Kapitel. Im zweiten Kapitel gehe ich dann auf eine ganz entscheidende Frage ein, nämlich zunächst mal, wo hat eigentlich ein Unternehmer den größten Schmerz? Ja, es ist durchaus so, dass es Jobs gibt, Funktionen, die sind einfach zu besetzen. Machen wir uns nichts vor, da schalte ich tatsächlich eine Anzeige, so wie vor 100 Jahren, sammle ich Bewerbungen, mache meine Häufchen, ja, A, B, C
Und die A-Kandidaten, die lade ich ein zum Interview und der Beste kriegt ein Angebot und fertig. Ja? Dazu brauchst du weder ein Buch, noch brauchst du einen Professor, der das erklärt. Das ist relativ einfach. Es gibt aber Jobs in Unternehmen, die sind entweder strategisch unheimlich wichtig. Da brauchen Sie nicht nur gute Leute, sondern da brauchen Sie vielleicht die Besten der Welt oder die Besten der Branche. Es gibt Jobs, da haben Sie einen kontinuierlichen Bedarf, aber der ist sehr schwer zu decken aufgrund der Arbeitsmarktsituation. Da sprechen wir von Engpassfunktionen. Denken wir zum Beispiel an Pflegekräfte in Krankenhäusern. Ja, ein sehr großer Bedarf, aber diesen Bedarf zu decken ist unheimlich schwer. Es ist wichtig für ein Unternehmen, da mal seine Welt zu sortieren und zu sagen, okay, an welcher Stelle habe ich den größten Schmerz? Und da setzt genau dieses Buch an. Also dieses Buch ist kein Buch, das beschreibt, wie man einfach zu besetzende Jobs besetzt. Das haben wir 20 Jahre, 30, 50 Jahre gemacht, das wissen wir. Aber wie man kritische Funktionen besetzt, wie man Engpassfunktionen besetzt, davon handelt dieses Buch. Ja, nur davon. Wenn man jetzt dieses Buch liest, ich glaube, dieses Buch vermittelt eine Denkhaltung. Diese Denkhaltung durchzieht das komplette Buch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir im Personalmanagement, in der Personalarbeit oder wie wir das auch immer nennen, Human Resource Management, radikal umdenken müssen. Denn wir sind es eigentlich gewohnt, die letzten 100 Jahre zu sagen, okay, ich habe hier einen Job, ja, und jetzt überlege ich mir erstmal, was will ich eigentlich haben? Okay, der braucht folgenden Abschluss, folgende Persönlichkeit, folgende Erfahrungen. Das ist so meine Wunschliste. Okay? Und diese Wunschliste, die kommuniziere ich dann hinaus in einer Anzeige und sage, das will ich alles haben. Und hoffe dann, dass sich Bewerber melden, die von sich glauben, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Was ist der Fehler daran? Der Fehler ist daran, dass wir als Unternehmen, als Arbeitgeber immer noch glauben, wir wären in der Position, eine Wunschliste zu erstellen. Nicht mehr wir als Arbeitgeber sollten eine Wunschliste haben, sondern wir sollten erkennen, dass der talentierte Mitarbeiter, der talentierte Mensch, der qualifizierte Ingenieur oder wer auch immer, dass die eine Wunschliste haben und wir vor allem mal überlegen müssten, was ist eigentlich deren Wunschliste und wie können wir die überzeugen. Ja? Der qualifizierte Mensch, der qualifizierte Absolvent, der läuft nicht frei herum und sucht einen Job. Der hat einen Job. Ja? Der geht nicht auf Karrieremessen. Der liest keine Karriere-Teile in irgendeiner Zeitung. Deshalb müssen wir als Unternehmen auf diese Menschen zugehen. Das ist ein komplett anderes Paradigma. Es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Vertrieb. Jetzt komme ich aus dem Schwarzwald. Dort gibt es sehr viele Hidden Champions, sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmen, die haben über Jahrzehnte nie lernen müssen, wie man Vertrieb macht. Ja, die Kunden sind von allein gekommen. Aber die Dinge haben sich gewandelt in manchen Branchen und jetzt müssen Unternehmen lernen, Vertrieb zu machen. Ja, ihre potenziellen Kunden überzeugen, auf die zugehen, ja, vielleicht eine Marke aufbauen. Das sind aber alles Techniken, die wir in dem Personalmanagement erst noch lernen müssen. Ja, denn die Stellenanzeige funktioniert an der Stelle einfach nicht mehr. Okay? Also diese Denkweise, diese talentorientierte Denkweise ist eine Grundlage dieses Buches. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was muss ich tun als Unternehmen? Ja, was sind so meine Handlungsfelder? Und in diesem Buch beschreibe ich im Grunde genau vier Bausteine, von denen ich sage, sehr selbstbewusst, wenn du in diesen vier Baustellen, auf diesen vier Baustellen einen guten Job machst, wenn du dich da gut aufstellst als Unternehmen, dann bist du zumindest erfolgreicher als die anderen. Was sind die Baustellen? Baustelle Nummer eins ist, du brauchst als Arbeitgeber ein klares, überzeugendes, authentisches, wettbewerbsdifferenzierendes Arbeitgeberversprechen. Ich will Ihnen das mal kurz verdeutlichen. Gehen Sie einfach mal auf eine Karriere-Website eines beliebigen Unternehmens. Ich will jetzt hier keins nennen. Nehmen Sie irgendeins. Gehen Sie auf die Karriere-Seite und stellen sich einfach die Frage, warum soll ich oder mein Sohn, meine Tochter dort arbeiten? Was werden Sie dort finden?
Ich sage Ihnen, was Sie dort finden, weil ich mache dort öfters Studien dazu. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% werden Sie auf eine Seite stoßen. Da ist erstmal ein Bild. Ja? Zwei Mitarbeiter angeblich, ja? Die sitzen hinter einem Laptop und er erklärt ihr etwas. Dann steht da der Satz, Mitarbeiter stehen bei uns im Mittelpunkt. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeitern, Menschen wie Ihnen. Und wissen Sie, wenn Sie mal eine Studie machen, und über eine Studie berichte ich in diesem Buch, und Sie schauen sich über mehrere Tage hinweg zig Seiten dieser Art an, dann haben Sie irgendwann das Gefühl, hey, habe ich die Seite nicht schon mal gesehen? Dieses Bild, das kenne ich. Und wissen Sie, das Tragische an der Stelle ist, wenn Unternehmen auf der einen Seite sagen, wir leiden unter dem Fachkräftemangel, ja, wir kriegen keine guten Leute, und sich dann aber eine Webseite leisten, wo nicht mal mit der Bildsprache, mit der entsprechenden Textsprache vermittelt wird, warum bitte schön soll jemand dort arbeiten? Dann muss ich sagen, sorry, geht nach Hause, macht euch mal eine schöne Webseite, überlegt mal, was euer Versprechen sein soll. Und dann wenn es dann immer noch nicht klappt, dann reden wir über den nächsten Schritt. Ich beschreibe in einem Kapitel das Arbeitgeberversprechen, wie man so ein Arbeitgeberversprechen entwickelt, ja, und wie man es kommuniziert. Denn auch diese Entwicklung des Arbeitgeberversprechens, Neudeutsch übrigens, Employee Value Proposition, Arbeitgebermarke, Employer Branding, das gehört da alles rein. Diese Entwicklung dieses Versprechens ist nicht so einfach. Jetzt gibt es bei mir im Schwarzwald, Bodenseekreis, viele Unternehmen, die sagen, ich habe ein ganz tolles Versprechen. Nämlich, wir sagen, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Mit Verlaub, das mag zutreffen. Ja, es ist echt schön am Bodensee, es ist wirklich toll im Schwarzwald. Aber die Leute, die das Unternehmen haben will, die machen da nicht Urlaub. Ja? Und die wollen auch nicht irgendwo Urlaub machen, ja? Sondern die wollen Probleme lösen, die wollen Spaß haben, die wollen in internationalen Teams arbeiten, aber doch nicht irgendwo arbeiten, wo andere Urlaub machen. Also, es geht wirklich darum, ich kann es hier nur ganz kurz skizzieren, sich mal wirklich zu überlegen, was kann ich alles bieten? Und was davon ist für die Leute, die ich erreichen möchte, wirklich relevant? Und dann die dritte Frage, und was davon haben die anderen nicht? Das ist eine Übung, die ist nicht so zu unterschätzen. Ja? Also bei größeren Unternehmen, wo ich diese Übung gemacht habe, kann das mal ein Projekt sein von 6, 8 Wochen, wo man mit Mitarbeitern spricht, wo man mit Führungskräften spricht, mit neuen Mitarbeitern, mit Bewerbern, mit Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen haben. Ja, um am Ende ein Arbeitgeberversprechen zu verdichten, von dem man am Ende zu Recht sagen kann, es ist authentisch, es ist differenzierend und es ist zielgruppenrelevant. Ja? Sobald man dieses Versprechen hat, geht es natürlich um die Frage, wie kommuniziere ich das? Klar, die Website, Broschüren, Stellenanzeigen und so weiter. Aber auch, und darauf liefert das Buch auch eine Antwort, Social Media, Facebook, Twitter, Blogs, YouTube. Wenn ich mit Personalleitern spreche, dann sehe ich dort ein ganz großes Interesse. Die Leute sind neugierig für das Thema. Sie merken, Mensch, da muss ich was tun, da muss ich eine Antwort drauf finden. Muss ich wirklich twittern? Muss ich auf Facebook? Und in diesem Buch stelle ich im Grunde einen Ansatz dar, wie man für sich eine Antwort findet, wie man Social Media nutzen kann. Um es ganz kurz zu fassen. Unternehmen müssen heutzutage auf Facebook präsent sein. Das ist so. Die Frage ist nur, wie. Ja? Bei Facebook ein paar Sätze dazu. Diejenigen, die Facebook nicht nutzen, die wundern sich immer über die anderen, die Facebook nutzen. Sagen dann, wie kann es sein, ja, dass ein erwachsener Mensch auf einer öffentlichen Seite ein Foto postet von seinem Schnitzel? Ja? Und dazu schreibt, welch ein tolles Schnitzel. Und andere liken das, gefällt mir. Ja? Genau darum geht es aber,
bei Facebook, wenn es auch um das Arbeitgeberversprechen geht. Denn wozu ist Facebook da? Und das muss man einfach in dem Moment verstehen. Man will einfach sehen, mit welchen banalen, alltäglichen Dingen beschäftigen sich die Mitarbeiter in diesem Unternehmen. Und dazu gehört die neue Kaffeemaschine. Juhu, die neue Kaffeemaschine ist da. Like. Unsere Mitarbeiter Ines hat heute Geburtstag. Like, 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 like. Ja? Unsere Azubis haben eine ganz tolle Erfindung gemacht. Ein Foto davon. Like, like, like. Das sind die Dinge, die findet man nicht auf der Website, die findet man nicht in der Broschüre. Aber ich kann für meine Studenten sagen, die wollen das sehen, die wollen das erleben. Ich werde niemals das Bild des Geschäftsführers auf der Website finden, auf der Sommerparty mit seiner komischen Schürze, mit der Bockwurst und der Bierdose. Aber in Facebook ja, da gehört es hin. Da kommt die Alltäglichkeit. Ansonsten Blogs auf jeden Fall, YouTube, ein ganz tolles Medium. Twitter weniger. Ja. Studenten twittern nicht. Ja, zumindest in Deutschland. Auch die meisten Ingenieure zum Beispiel twittern einfach nicht. Wen findet man auf Xing? Ja, auch nur bestimmte Zielgruppen. Also da muss man schon schauen, was kann man mit welchem Medium erreichen. So, das ist das Thema Arbeitgeberversprechen. Das brauche ich. Baustein Nummer 2 ist aktive Suchstrategien. Was heißt das aktiv? Ich sage immer ganz gerne, ich bin Personalmanagement-Professor. Aber mal ganz unter uns, Personalmanagement langweilt mich. Ja, Personal. Ich meine, es gibt doch spannendere Dinge im Leben als Personalmanagement, oder? Und es gibt nichts Langweiligeres als ein Personalmanagement-Lehrbuch. Also ehrlich, ich verstehe nicht, wenn jemand ein Personalmanagement-Lehrbuch liest, sagt, das finde ich ganz toll, das fand ich mal richtig, hat mich berührt. Ja? Ich freue mich aber, wirklich, wie ein kleines Kind, ja, wenn ich mit Unternehmen spreche. Mit Großen, mit Kleinen, wo ich einfach sehe, Mensch, die gehen mal neue Wege. Die machen was anders. Die machen nicht hier Luftballons auf der Karrieremesse und die langweilige Anzeige mit den immer gleichen Bildern, sondern die machen einfach mal etwas anders. Und da gibt es natürlich Ansätze, über die muss man nachdenken. Zum Beispiel, dass man die bestehenden Netzwerke der Mitarbeiter nutzt. Ja? Dass man schaut, Mensch, kennt ihr nicht jemand, der bei uns arbeiten könnte? Und wenn es erfolgreich wird, dann kriegt er einen Bonus. Wir sprechen da von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen. Campus-Recruiting sieht heute ganz anders aus als wie früher. Früher, da haben wir Unternehmen, da haben wir Hochschulen gesponsert, wir haben denen Geld gegeben, wir haben dort Vorträge gemacht, Workshops gemacht, in der leisen Hoffnung, dass sich irgendwann jemand bei uns bewirbt. Das funktioniert nicht. Ja? Campus-Recruiting, Hochschulmarketing funktioniert nur mit einem partnerschaftlichen Verhältnis, dass man wirklich gemeinsam überlegt, was wollt ihr, was wollen wir und jetzt gehen wir gemeinsam Wege. Das ist eine gar sehr langfristige Angelegenheit. Oder einfach mal so Dinge, die vielleicht ein bisschen frecher sind, als was wir sonst so gewohnt sind. Und da will ich jetzt einfach mal etwas vorlesen zum Kontext Guerilla-Recruiting. Den Begriff haben Sie auch noch nie gehört. Ja? Guerilla-Recruiting, das sind Maßnahmen, die kosten nicht viel Geld, sind aber sehr wirksam und zum Teil an der Grenze des ethischen Vertretbaren oder des guten Geschmacks. Hofheim im Taunus liegt in der Mitte zwischen Frankfurt am Main und Wiesbaden. In diesem beschaulichen Ort gibt es eine Werbeagentur mit dem klingenden Namen Farben und Formen. Aufgrund anhaltender Erfolge wächst das Unternehmen und sucht dringend neue Mitarbeiter. Wie einfallsreich dieses Team ist, bewies es vor wenigen Jahren, als die Mitarbeiter eines Nachts loszogen und vor die Eingangstüren ihrer Wettbewerber eine URL sprühten. www.wirdallesbesser.com. Man stelle sich also vor, ein Mitarbeiter kommt morgens zur Arbeit und liest diese prominent platzierte Internetadresse. Er wird, sobald er seinen Arbeitsplatz erreicht hat, einen Browser öffnen und neugierig erkunden, was es mit dieser URL auf sich hat. Es öffnet sich eine Seite, auf der die typische Stimmung in Werbeagenturen dargestellt wird. Überstunden, schlechte Bezahlung, chronischer Zeitdruck,
mangelnde Wertschätzung und so weiter und so weiter. Der Mitarbeiter fühlt sich verstanden und in diesem Moment öffnet sich plötzlich ein Pop-up. Jetzt schnell kündigen und Vorteil sichern. In diesem Atemzug werden dem überraschten Besucher auf einfallsreiche Weise attraktive Jobs angeboten. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, wir müssen in der Personalgewinnung ein bisschen frecher werden, ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr, die Personaler bräuchten ein bisschen mehr von dem Gehen, das Vertriebler oft haben. Verstehen Sie? Rausgehen, gewinnen, Leute überzeugen. Ja, von diesem Geist, von dieser Gewitztheit bräuchten wir ein bisschen mehr. Also, die zweite Baustelle, die ich beschreibe, ist aktive Suchstrategien. Wie können Unternehmen aktiv rausgehen, auf Leute zugehen, um sie zu gewinnen? Das war jetzt nur natürlich ein sehr kleiner Ausschnitt. Komme ich zur dritten Baustelle. Die dritte Baustelle ist, ich nenne das Kandidatenbindung. Ja, Kandidatenbindung ist im Grunde eine ganz, ganz einfache Idee, die funktioniert in kleinen Unternehmen genauso wie in großen Unternehmen. Ganz einfaches Beispiel, das ich in dem Buch auch beschreibe. Ein Unternehmen hat im Sommer Aushilfskräfte, Schüler, Studenten, die dort arbeiten, für 4 Wochen. Jetzt haben sie 10 Aushilfskräfte, junge Leute. Und unter den 10 jungen Leuten ist einer, der Stefan. Der ist unheimlich beliebt, der geht extra Meilen. Mensch, der denkt mit und ist ein toller Typ. Diesen einen Menschen, den lasse ich nicht mehr vom Haken, oder? Ja, der kommt bei mir auf eine Liste und da sage ich dem Stefan, Stefan, das war wirklich toll. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber du wirst deinen Weg gehen. Aber wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben könnten, wenn du dir vorstellen könntest, bei uns ein Praktikum zu machen, hier ist die Adresse, wir bleiben in Kontakt. Diese einfache Idee drückt sich personalpolitisch so aus, dass man sagt, ich mache einen Talentpool. Da drin habe ich die überzeugendsten ehemaligen Praktikanten, Azubis, Leute, die ich irgendwo kennengelernt habe. Und dann überlege ich mir, was mache ich mit denen? Ja? Und da gibt es nicht nur die Grußkarte zu Weihnachten, sondern da gibt es ganz tolle Dinge. PricewaterhouseCoopers, ein Beispiel, das ich hier beschreibe, geht mit seinen Top-ehemaligen Praktikanten einmal im Jahr für 2 Tage segeln. Ja? Also über solche Dinge muss man hier nachdenken. Es ist im Grunde wie im Vertrieb. Ich überlege mir, wen will ich langfristig erreichen und wie baue ich eine Beziehung auf, um diese Menschen irgendwann für mich zu gewinnen. So, jetzt muss ich kurz einen Schluck trinken. So, das war die dritte Baustelle, Kandidatenbindung. Komme ich zur vierten Baustelle. Und die ist eigentlich relativ unakademisch, unwissenschaftlich. Ich nenne diese vierte Baustelle die positive Bewerbererfahrung. Die positive Bewerbererfahrung. Auf Vorträgen ähnlicher Art sage ich oft Geschäftsführern, wissen Sie was? Bewerben Sie sich einfach mal bei Ihrem eigenen Unternehmen unter falschem Namen. Ja? Bewerben Sie sich einfach mal und schauen Sie, wie schnell ist die Reaktion, wie wertschätzend ist die Reaktion. Die, die dann in der Runde bleich werden, das sind dann meistens die Personalleiter. Ja? Es geht um 3 Dinge, ich habe es schon angedeutet. Es geht um Wertschätzung, es geht um Geschwindigkeit und es geht um Transparenz. Und ich zeige in diesem Buch sehr viele Möglichkeiten auf, wie man mehr Transparenz, Geschwindigkeit, Wertschätzung in so einen Auswahlprozess reinbringen kann. Und Sie werden sehen, in diesem Buch sind die meisten Ideen eigentlich kostenlos. Man muss sie einfach nur machen. Und ich erlebe natürlich Unternehmen, die sagen, ja, also wir machen ja alles schon, wir sind wertschätzend, check. Wir sind schnell, check. Wir sind transparent, check. Ich erlaube mir dann immer zu sagen, wissen Sie was, grundsätzlich, ich glaube Ihnen das nicht. Ja? Weil, ich habe es eingangs schon gesagt, unser Denken stammt aus einer Zeit, als es mehr Bewerber gab als Jobs. Und in dieser Zeit haben wir Arbeitgeber uns unbewusst eine gewisse Form von Arroganz angewöhnt. Ich nenne das wirklich Arroganz. Weil wir als Unternehmen glauben,
Wir sind diejenigen, die die Wunschliste aufstellen können. Wir sind diejenigen, die die Entscheidung fällen. Wir sind diejenigen, die den Prozess tracken. Aber in Wirklichkeit ist schon längst umgekehrt. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich in diesem Buch eine Geschichte dargestellt, die Herr Koch schon erwähnt hat. Das ist die Geschichte von Thomas dem Ingenieur. Und die möchte ich Ihnen jetzt einfach mal kurz vorlesen, okay? Also, die Geschichte von Thomas dem Ingenieur. Thomas ist 31 Jahre alt. Er hat an der Technischen Universität Karlsruhe Elektrotechnik studiert und sein Diplom mit Auszeichnung bestanden. Bereits während seines Studiums konnte er in einem halbjährigen Praktikum in Shanghai Auslandserfahrungen sammeln. Nach seinem Abschluss stieg Thomas als Trainee bei einem Automobilzulieferer ein und entwickelte sich schnell zu einem gefragten Experten, insbesondere im Bereich der Steuerungselektronik. Er lernte schnell, in internationalen Projekten nah am Kunden zu arbeiten und verbrachte bereits damals viel Zeit in den USA. Nach drei Jahren wechselte er im Alter von 28 Jahren als Projektleiter in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines amerikanischen Autoherstellers nach Detroit. Seine Karriere verlief sehr erfolgreich und es war klar, dass Thomas eine verheißungsvolle Zukunft vor sich haben würde. Nach weiteren 3 Jahren kehrt Thomas zusammen mit seinen 2 Kindern und seiner amerikanischen Frau nach Deutschland zurück. Neben seinen herausragenden Zeugnissen, seiner umfangreichen Erfahrung und seinen Kenntnissen ist Thomas ein Mensch, mit dem andere sehr gerne zusammenarbeiten. Die Arbeit mit ihm ist immer konstruktiv, fordernd, aber auch humorvoll. In seiner jungen Karriere konnte Thomas ein starkes internationales Netzwerk aufbauen. Neben der Arbeit ist Thomas leidenschaftlicher Freiwandkletterer und spielt Saxophon in der von ihm kürzlich gegründeten Band Soul Engine. Thomas hat eine eigene Website. Auf dieser tauscht er sich mit Kollegen und Freunden aus, führt seinen eigenen Blog und bewirbt unter anderem seine Band. Hier steht auch sein Lebenslauf mit der Anmerkung: Ich suche eine neue Herausforderung in Deutschland. Ferner, Unternehmen bewerben sich hier. Wenn man auf hier klickt, gelangt man zu einem Bewerbungsformular für Arbeitgeber. Bewerbungen per E-Mail sind bei Thomas unerwünscht und werden mit der Bitte erwidert, man möge sich doch der Einfachheit halber lieber online bewerben. Nachdem Thomas dieses Formular samt Aufruf zur Bewerbung eingerichtet hatte, fuhr er für 2 Wochen in Urlaub. Es war ihm wichtig, diese Bewerbungsmöglichkeit noch vor seinem Urlaub zu erstellen, weil er ja während seines Urlaubs nicht erreichbar sein würde. Das Bewerbungsformular an sich ist recht umfangreich. Das muss es auch sein, damit sich Thomas ein umfassendes Urteil über einen Arbeitgeber bilden kann. Es beinhaltet Fragen zum Unternehmen und zu dessen Geschäftserfolgen. Ferner besteht die Möglichkeit, Geschäftsberichte der vergangenen 5 Jahre hochzuladen. Arbeitgeber werden über Pflichtfelder aufgefordert, Ansprechpartner im Unternehmen zu benennen, an die sich Thomas wenden kann, um Referenzen einzuholen. Nicht fehlen dürfen Felder, in denen explizit nach den besonderen Stärken und Schwächen des Unternehmens als Arbeitgeber gefragt wird. Natürlich können die interessierten Arbeitgeber Informationen zu Stellenangeboten abgeben und entsprechende Stellenbeschreibungen in die dafür vorgesehenen Textfelder übertragen, ergänzt durch möglichst konkrete Gehaltsinformationen, Ansprechpartner und so weiter. Wenn sich ein Unternehmen bei Thomas bewirbt, dauert es circa 2 bis 3 Stunden. Das scheint auf den ersten Blick sehr aufwendig, doch es ist von Thomas gewollt, weil er auf diesem Weg bereits im ersten Schritt prüfen kann, ob es ein Unternehmen mit seiner Bewerbung tatsächlich ernst meint. Nach 2 Wochen kommt Thomas vom Urlaub zurück und prüft den Bewerbungseingang. Es sieht gut aus. 52 Unternehmen haben sich beworben. Eine automatische Eingangsbestätigung haben diese Unternehmen bereits erhalten. Jetzt prüft er deren Attraktivität als Arbeitgeber.
Er merkt schnell, dass er die meisten Informationen eigentlich nicht benötigt und entscheidet bei den meisten relativ spontan, ob sie passen oder nicht. Es dauert etliche Wochen, bis er jedes der abgelehnten Unternehmen eine Absage schreibt. Gründe nennt er nicht, um nicht angreifbar zu werden. Er hat nicht die Zeit, auf jede Bewerbung einzeln einzugehen. Aber er bemüht sich um Freundlichkeit und Distanz. Das ist auch richtig, weil er sich ja für die Zukunft keine Chancen verbauen möchte. Am Ende entscheidet er sich der Einfachheit halber für einen Serienbrief. 3 Unternehmen will er näher kennenlernen und verfasst ein individuelles Schreiben für jedes der vorselektierten Unternehmen: Daimler, Porsche und BMW. Er sucht sich 2 Tage aus, die ihm passen, der 23. und 24. März. Er schreibt beispielsweise an BMW: Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie in die engere Wahl gekommen sind. Für ein Gespräch zum näheren Kennenlernen treffen wir uns am 23. März um 9 Uhr in der Albert-Einstein-Straße 17 in Stuttgart und so weiter. Eine Anfahrtsbeschreibung liegt anbei. Herr Kanter von BMW nimmt den Termin wahr und erscheint am 23. März pünktlich um 9 Uhr in der Albert-Einstein-Straße 17, dem Wohnort von Thomas. Thomas ist nicht allein. Seine Frau ist mit dabei, ein guter Freund und seine Mutter. Das macht auch Sinn, weil Thomas nicht alleine entscheiden möchte, sondern auch die Meinung seiner engsten Vertrauten erzählt. Gerade seine Mutter war immer eine gute Beraterin in wichtigen Lebensfragen. Thomas hat die Bewerbungsunterlagen von BMW mehrfach kopiert und jeder der Beteiligten hat einen kompletten Satz vor sich auf dem Tisch liegen. Haben Sie gut hergefunden? Beim Händeschütteln versucht Herr Kanter, sich die Namen der Anwesenden einzuprägen. Das hat er sich vorgenommen, nachdem er in einem Buch der Autoren Schröder und Hase gelesen hatte, dass dies in einer solchen Situation vorteilhaft sei. Es fällt ihm trotzdem schwer. Es geht direkt zur Sache und Herr Kanter wird ziemlich in die Mangel genommen. Erzählen Sie mal etwas über BMW und wie es da so ist zu arbeiten. Warum ist BMW davon überzeugt, für mich ein guter Arbeitgeber zu sein? Was sind die größten Schwächen von BMW als Arbeitgeber? Was sind die größten Stärken? Herr Kanter hat sich gut vorbereitet und weiß, dass er die Frage nach der Bevorzugung katholischer Mitarbeiter bei BMW nicht ehrlich beantworten muss. Der Test, der ihm ausgehändigt wird, verunsichert ihn jedoch etwas. Da ist beispielsweise diese Frage: Welche Farbe spiegelt die Führungskultur Ihres Unternehmens am ehesten wider? Gelb, blau, grün oder violett? Aber Herr Kanter gibt sein Bestes. Er entscheidet sich für blau. Hat am ehesten was mit Bayern zu tun. Nach 2 Stunden ist der Termin zu Ende und Herr Kanter wird freundlich verabschiedet. Ihn beschleicht nach wie vor ein Gefühl der Unsicherheit. Thomas hat ihm zu keinem Moment ein Anzeichen gegeben, ob das Gespräch gut oder schlecht verlief. Ihm fiel nur auf, dass die Ehefrau von Thomas irgendwann im Gespräch ihren Bleistift quer auf den Tisch legte, worauf alle anderen plötzlich urplötzlich weniger interessiert schienen. Trotzdem waren alle Beteiligten bis zum Ende sehr freundlich. Thomas lässt Herrn Kanter wissen, dass er sich irgendwann demnächst melden würde. Herr Kanter weiß, dass ihm Thomas keinen genauen Termin für eine Rückmeldung geben konnte. Er muss davon ausgehen, dass sich auch andere Unternehmen bei Thomas beworben haben. Dafür braucht man ja auch Zeit. Die Frage mit der Reisekostenerstattung getraut sich Herr Kanter dann doch nicht zu stellen. Was kein Problem ist, das kann man ja auch zu einem späteren Zeitpunkt klären. Nach 3 Wochen ist immer noch keine Antwort da. Das schien bis dato kein Problem. Dann aber nach 6 Wochen kommt die ersehnte Nachricht per E-Mail. Am Ende entscheidet sich Thomas für das Unternehmen Porsche. Herr Kanter von BMW und die freundliche Dame von Daimler erhalten eine Absage. Irgendwie tun Thomas die Absagen auch leid und er schreibt in einer E-Mail, dass er durchaus von der Attraktivität von BMW und Daimler überzeugt sei, aber hätte sich eben anders entscheiden müssen. Er bietet an, in Kontakt zu bleiben. Eine Kontaktanfrage über Xing an Herrn Kanter und an die Kollegin bei Daimler sollte die Ernsthaftigkeit dieses Ansinnens unterstreichen. Schließlich haben sich beide Unternehmen sichtlich um ihn bemüht. Am 30. April schickt Thomas an die Firma Porsche eine freundliche Mail.
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir zusammenarbeiten werden. Im Anhang finden Sie einen Vertragsentwurf mit der Bitte um Unterzeichnung bis zum 14. Mai. Ihnen ist aufgefallen, ich habe die Perspektiven vertauscht. Was Ihnen auch aufgefallen ist, Thomas verhält sich im Grunde genau so, wie wir es von den Unternehmen seit vielen Jahrzehnten gewohnt sind. Und wenn wir uns diese Geschichte so vor Augen führen, dann klingt doch unheimlich vieles sehr skurril bis arrogant. Und jetzt komme ich zurück zu meinem einleitenden Statement, wo ich gesagt habe, wir müssen, und das durchzieht das ganze Buch, die Ideen auch dieses Buches, wir müssen lernen, eine andere Perspektive einzunehmen. Wir müssen verstehen, dass nicht mehr wir, die Arbeitgeber, diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, sondern auch der Bewerber. Nicht nur der Bewerber muss überzeugen, sondern wir als Arbeitgeber müssen überzeugen. Ja? Deshalb benötigt es ein Arbeitgeberversprechen, es benötigt aktive Suchstrategien, um auf Bewerber zuzugehen, so wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren, dass Bewerber auf uns zugehen. Es braucht einen langen Atem, die Möglichkeit, eine lange Bindung aufzubauen, Kandidatenbindung und zu guter Letzt das Thema positive Bewerbererfahrung, Schnelligkeit, Transparenz und Wertschätzung. Im letzten Kapitel des Buches gehe ich dann noch darauf ein, wie die Rahmenbedingungen für so ein modernes, für einen modernen Ansatz der Personalgewinnung aussehen muss. Vielleicht werden manche an ihre Geschäftsführer denken und sagen, naja, da müssen die auch erstmal umdenken. Manche werden sagen, naja, unsere Personalabteilung, die müssen auch erstmal umdenken. Ja, es braucht für moderne Personalgewinnung andere Prozesse, andere Strukturen, andere Kompetenzen, andere Instrumente. Es braucht darüber hinaus noch viel mehr. Es braucht zukünftig eine Art Recruiting-Kultur, wo wir sagen, es ist nicht mehr nur die Personalabteilung, die sich um gute Leute kümmert, sondern es sind vielleicht alle Manager, alle Mitarbeiter. Und zu guter Letzt beschreibe ich in diesem Buch, wie kann ich den Erfolg dieser Bemühungen messen und wie kann ich auch wirklich in Euro ausdrücken, wie viel es einem Unternehmen bringt, wenn es die in diesem Buch vorgeschlagenen Ansätze verfolgt. So, jetzt bin ich am Ende und ich hoffe natürlich, dass ich Sie ein bisschen neugierig machen konnte auf mein Buch. Ja, ich freue mich drauf, wenn Sie das lesen und würde mich natürlich auch freuen über jeden Kontakt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.